Und damit hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Wanderung zur Wolfschlucht. Auch in diesem Teil, naja, ich will noch nicht zu viel verraten, aber vielleicht kommt er noch nicht ganz an, der Ben. Aber er hat trotzdem noch ein bisschen was zu sagen. Egal, was bisher geschah im ersten Teil dieser Tour, war, dass wir uns einfach mal so ein paar Hauptbaumarten entlang des Weges angeguckt haben. Ein bisschen was Generelles zum Ahorn, zur Douglasie und was sonst noch am Wegesrand zu finden war. Ne? Und genau an der Stelle, wo wir also quasi einfach in einem noch ziemlich normalen Wald unterwegs sind, da geht es jetzt weiter mit dem Ben, der mal wieder Schwierigkeiten mit seiner Kameratechnik hat. Ja, Scheißendreck, ne? Meine Handschuhe sind Touchscreen-Handschuhe, die drücken also auf der Rückseite der Kamera immer auf irgendeinen Teil des Displays und dann denkt die Kamera, sie muss auf das Teil des Displays belichten. Das soll sie aber gar nicht. Sie soll gefälligst in die Mitte belichten, aber hier jedenfalls vielleicht, ihr versteht mich nicht, wenn ich hier von hinten ins Mikro quatsche, aber ich zeige euch trotzdem jetzt nochmal die rötliche Innenrinde. Hier kann man sie so ein bisschen sehen. Ja, also man muss sie manchmal schon ein wenig suchen bei der guten Douglasie. Ja, ich muss dringend das Deppenzepter rausholen. Eigentlich wollte ich nur ein paar Takte am Anfang erzählen und habe gedacht, das kann ich ohne Deppenzepter machen. Aber bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit kramen wir das Deppenzepter raus. So, außerdem, jeder Depp braucht sein Zepter, ne? Übrigens der Efeubewuchs, den die Bäume hier haben, das ist auch so eine ganz häufig gestellte Frage. Kann man hier gerade schön sehen, ne? Das ist so mitteldick, die können noch erheblich dicker werden. So ein richtig dicker Efeu, der ist dann mal so und ja, das wäre dann wirklich ein dicker Efeu. Muss man sich, ich gehe mal gerade aus dem Weg, dann kommt man mit dem Hund gut vorbei, muss man sich jetzt wegen Efeubewuchs nennenswert Sorgen machen, ist das schädlich für den Baum? Wie gesagt, eine ganz häufige Frage, habe ich auch garantiert schon mal irgendwo anders beantwortet, wenn ihr es gerade nicht parat habt. Die Antwort dazu lautet sie, es kommt drauf an. Also Efeu grundsätzlich ist erstmals Epiphyt, nur eine Pflanze, die drauf sitzt. Ja, Epiphyt per Definition nutzt eine andere Pflanze als Gerüst. Ja, der klettert da quasi dran hoch und nutzt den Höhenvorteil, dadurch keinen eigenen Stamm ausbilden zu müssen und trotzdem bis ganz nach oben zu kommen, oben am Licht mitmachen zu können sozusagen und trotzdem, wie gesagt, nicht den eigenen Stamm bilden zu müssen. Ein Parasit, Schmarotzer oder Halbschmarotzer, also ein Halbparasit, wie zum Beispiel die Mistel, Viscum album, die weiße Mistel, unser häufigster anzutreffender Halbschmarotzer im Pflanzenreich, den wir in Deutschland finden können, die nutzen zusätzlich noch irgendeine Ressource ihrer Wirtschaft. Pflanze, zum Beispiel Wasser, Zucker oder beides, dann wäre es ein Vollparasit, wenn er sich sowohl Wasser als auch Zucker als auch nach Möglichkeit gleich noch Calcium, Magnesium und sonstige Mineralien schnappt. Ne? Das wäre dann so. Aber der Efeu ist das nicht. Der Efeu sitzt wirklich bloß drauf. Ist der Efeu also noch recht klein bzw. nur in wenigen Strängen vorhanden, dann ist der Efeu überhaupt kein Problem. Wird es aber irgendwann mal viel Efeu, und das sehen wir hier jetzt gerade, hat er die dumme Eigenschaft, blöderweise immer grün zu sein. Ja, heißt, im Winter ist unser eigentlich relativ kahler Baum jetzt plötzlich doch vom Efeu bewachsen und würde, obwohl er normalerweise gar keine Krone hätte, bei einem Sturm jetzt eine erheblich höhere Windangriffsfläche haben, weil durch den Efeu ja, eben halt was da ist, was den Windwiderstand bietet und damit ist das Windwurfrisiko für einen beefeuten Laubbaum, insbesondere beim Laubbaum, die gehen aber auch selten an Nadelhölzer, erheblich größer. So, und ein weiterer Faktor, Efeu hat die letzten Jahre und Jahrzehnte massiv zugenommen. Dem geht's hervorragend. Das liegt einfach daran, dass er immer grün ist. Ja? Und während unsere Laubbäume für einen immer kürzer werdenden Winter trotzdem ihre Blätter abschmeißen, ja? Und trotzdem Mordsaufwand, Moment, dafür betreiben,
quasi der Kälte des Winters zu entgehen, obwohl das gar nicht mehr unbedingt notwendig wäre, führt das dazu, dass dann eben immer grüne Pflanzen wie unser Efeu daraus ihren Vorteil ziehen und selbst im Winter, sofern es ein warmer Wintertag ist, dann noch wachsen können. Und während des Winters, da ja der Laubbaum, an dem sie sitzen, deswegen sitzen sie auch nicht am Nadelbaum, gar kein Laub hat im Winter, kriegen sie bestes Licht, ja, und können dann mit der wenigen, aber doch die Wintersonne für sich ganz exklusiv und ganz allein nutzen und die einzigen sein, die davon profitieren. Ja, da drüben haben wir noch mal ein schönes Efeu-Beispiel. Ja, das ist eine Eiche, eine kleine, ist schon tot und kann natürlich im toten Zustand auch weiterhin als Podest für den Efeu dienen. Langfristig fällt er dann aber trotzdem um, wenn sein Podest umfällt. Efeu ist nicht in der Lage, bis auf ganz seltene super Spezialausnahmefälle von alleine stehen zu bleiben. Andere rankende Epiphyten schaffen das. Ich habe sie schon mal erwähnt, aus den Tropen vielleicht bekannt. Die Würgefeige, das ist ein Ficus, also tatsächlich ein Feige. Das Ding mit den Feigen dran, die man essen kann, kennen wir. Die ist in der Lage, irgendwann so dicke Stränge zu machen, wie die Efeu-Stränge, dass die Stränge den Baum, um den sie herumlaufen, erdrosseln, sozusagen, darum auch der Name Würgefeige. Der Baum kann nicht mehr dicker werden und stirbt dann einfach daran, dass er ums Verrecken nicht mehr dicker werden kann, weil um ihn herum bereits eine Holzpalisade aus Feigensträngen sozusagen entstanden ist. Und deswegen, ja, man kann gewisserweise von Erwürgen sprechen. Das ist es natürlich in dem Sinn nicht, aber sterben, wie gesagt, tut der Wirt trotzdem, verrottet dann im Inneren der Feige, während die Feige nach außen hin dicker wird, innen das auch immer mehr zusammenquetscht, das Holz, das langsam verrottet, und ja, eines Tages steht dann ein großer Baum im Wald, der im Inneren hohl ist, weil da mal ursprünglich der Wirtstamm drin war, aber man auf den ersten Blick gar nicht erkennen kann, dass das ursprünglich nur ganz viele Ranken gewesen sind, die da heute als großer, großer Stamm herumstehen. Sehr faszinierend, diese Würgefeige, wenn ich dran denke, blende ich euch noch ein Bild dazu ein. So, warum bin ich hier hochgestiegen? Das liegt erstens daran, dass ich der Westwegwandererin gerade ausweichen wollte. Leute, die hier ernsthaft wandern gehen, haben Vorrang. Und zweitens gibt es da hinten eine Robinie. Und die ist interessanterweise sogar noch relativ grün. Blub. Da ist sie. Ja. Das ist Robinie. Ja. Schön zu erkennen an diesen langen Blättern. Das ist ein Blatt, also alles, was ich hier in der Hand habe. Moment, ich mache es mal ab, dann sieht man es besser. Ist Herbst, da kann man es ruhig abmachen. Das ist ein Blatt, ne? Ein sogenanntes Fiederblatt. Die einzelnen Blätter an diesem Blatt, die nennt man deswegen auch nicht Blätter, sondern Blättchen. Definiert ist ein Fiederblatt als eine Einheit, die zusammen abgeworfen wird, wenn der Winter kommt. Dass der Baum seine Blätter gar nicht abschmeißt, liegt schlicht und ergreifend daran, dass er hier schon umgefallen ist. Ja, das ist also diese liegende Robinie, und im liegenden Zustand, quasi schon tot, kann man sich es auch sparen, sich die Blätter abzuwerfen für den Herbst und lieber noch versuchen, vielleicht aus irgendwelchen Gründen doch im Winter noch mit den vorhandenen Blättern noch ein bisschen Photosynthese machen zu können, um vielleicht dieses hingelegt worden zu sein, noch zu überleben. Ja, und das versucht sie hier gerade. Deswegen wächst hier nach oben auch dieser Busch aus dem Stamm heraus. Die liegt also schon ein bisschen länger, um zu kompensieren, dass sie ja eigentlich gefällt ist und damit eigentlich tot sein sollte. Aber eine Robinie zählt wirklich zu den widerstandsfähigsten und nicht totzukriegendsten Gehölzern, die man bei uns so pflanzen kann. Ist sehr, sehr, sehr beeindruckend, ist andererseits aber so konkurrenzstark und so beeindruckend, dass sie andere heimische Pflanzen dann verdrängen würde, wenn man sie im großen Stil pflanzt. Weshalb man das nur dann tun sollte, wenn man keine andere Wahl mehr hat. Ja, das zur Robinie. Kann man natürlich noch ausführlicher was zu erzählen, aber wir wollen ja noch weiter heute. Ja, ich mach mal Schnitt. Super, bin 10 Meter weit gekommen. Ich dachte, ich laufe jetzt mal ein Stück. Also das ist eine Tanne, wie sie im Buche steht. Ne? So muss eine Tanne aussehen. Schön gescheitelte Nadeln. Ja? Die stehen immer in zwei Richtungen weg. Könnt ihr hoffentlich sehen. Und vielleicht nochmal da drüben, wo mehr Licht ist. Wenn ich da bin, ist dann kein Licht mehr da. Dann bin ich nämlich der Schattenwerfer. Naja, da, hier, ha,
da sieht man es. Ne? Also schön gescheitelt. Das ist so ein richtiges Tannenbäumchen, Tennle. Und ja, dann erkennt man auch sehr gut, dass es sich um ein solches handelt. Wird der Baum älter, sind die Äste deutlich verzweigter, ist er riesengroß, dann mag er einzelne Äste haben, die eben nicht diese klassischen Tannenwuchs aufweisen. So. Und da ich jetzt schon wieder die Kamera anhabe, dann kann ich auch noch kurz erwähnen, wir betreten hier gerade eine wunderbare Gebüschlandschaft mit vielen schönen Gebüschsträuchern, die wir im Walde nur dann finden, wenn der Wald halt durch irgendein Unglück gerade auf so eine Strauch- bzw. Gebüschlandschaft reduziert ist. Darunter das wunderschöne, dieses hier, ne? Das da, das ist Oionimus europaeus, das Pfaffenhütchen oder der gewöhnliche Spindelstrauch. Der heißt Spindelstrauch, weil man dieses Holz von unserem Pfaffenhütchen hier, ne, das ist jetzt ein sehr kleines, aber wenn es ein bisschen größer ist und man sich dann den unteren Teil wegschneidet, beziehungsweise da unten ist sogar einer, der für den Zweck gehen würde, ja, der dick genug wäre, dann kann man daraus eine hervorragende Spindel zum Spinnen bauen. Das ist ein sehr, sehr hartes Holz, gerade auch der untere Bereich, und hält ewig, kann man vererben. Er ist auch, soll, ich bin ja nicht in der Lage, weil ich zwei linke Hände habe, Feuer zu bohren. Aber für diejenigen, die Feuer bohren können, da sollte der Bohrer ja aus einem möglichst harten Holz sein. Und da sagt man, soll das Pfaffenhütchen als eines der härtesten Hölzer, die wir auch in kleiner Dimension wohlgemerkt, ne? Man kann jetzt nicht daraus was weiß ich was bauen und sagen, das ist aus dem härtesten Holz überhaupt, das geht nicht, dafür sind die einfach zu dünn. Ja, aber wenn man einfach nur einen Bohrer bzw. eine Spindel benötigt, dann ist das Pfaffenhütchen durchaus eine der besseren eine bessere Wahl für diese Variante der Anwendung. So, was haben wir hier noch? Hasel, Bergahorn, Clematis vitalba, ja, nicht so wichtig. Gehen wir weiter. So, ich habe Steppenzepter rausgekramt. Endlich standesgemäß unterwegs. Ne? Übrigens, wenn hier mal wieder Leute vorbeilaufen, dann versuche ich möglichst intelligentes Zeug zu erzählen, damit die Leute das Gefühl haben, ich bin nicht irgendeiner, der hier einfach nur labert, sondern einer, der hier zufällig sich auch mit dem Wald auskennt. Ja, so ein bisschen eitel muss man da sein in der Hinsicht. Das hier kennt man auf den ersten Blick nicht, ist aber eine Kirsche, und zwar eine richtige. Und wenn wir auf die andere Seite gucken, wo man die Rinder auch ein bisschen schöner erkennen kann, da sieht man es dann auch eher, dass es sich um eine Kirsche handelt. Ihr könnt hier teilweise, ich hoffe, ihr könnt sehen, so Wulste hier auch andeutungsweise. Ha, eher schwierige Kirsche. Man muss schon genau hingucken. Dran erkennen, je älter die Kirsche wird, desto häufiger oft die Bestimmung, weil diese Wulste von der sich abschälenden Rinde, die hier einfach in Form von kleinen Krängeln sich langsam abschält, so ein bisschen so, wie man das mit der Birkenrinde auch kennt. Ah, da ist zum Beispiel ein schönes Stück. Die kann man auch durchaus abziehen, nur nicht zu tief. Grundsätzlich gilt ja beim Sammeln von Rinden, die der Baum freiwillig hergibt, die sich also von alleine ablösen, per Hand, okay. Braucht ihr dafür enorm viel Kraft? Nicht okay. Müsst ihr mit dem Messer hingehen und einmal Ratsch machen und das dann abziehen? Nicht okay. Jedenfalls nicht, wenn ihr den Baum am Leben erhalten wollt. Ja? Weil so eine Verletzung mit Messer, Ratsch und Rinde ab, das ist sehr, 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 sehr tödlich. Nicht, weil der Baum davon gleich stirbt. Im Gegenteil, das macht dem erstmal gar nichts die nächsten 20 Jahre. Aber nach den nächsten 20 Jahren könnte es sein, dass in den ersten Jahren, als die Fläche offen war, da ein Pilz reingekommen ist und dann dem Baum später zum Verhängnis wird. Insbesondere bei einer Kirsche, die hat zig mögliche Lebewesen, die ihr gefährlich werden könnten. Kirsche ist eine Rosenpflanze. Rosenpflanzen sind unglaublich vielfältig, unglaublich reich an verschiedenem Zeug, was potenziell interessant sein könnte, und haben darum auch jede Menge Feinde, die eben an dem potenziell interessanten Zeug, was in einer Rosenpflanze so drin ist, Interesse haben könnten.
Ne? Gleichzeitig nutzt die Kirche aber auch wiederum die Tatsache, dass sie ja so interessant für alles Mögliche ist und hält sich ihre eigene Privatarmee, jetzt nicht im Winter, aber im Sommer kann das vorkommen, Kirschblätter, also die Blätter unserer normalen Waldkirsche hier, Vogelkirsche, Prunus avium, die haben kleine Drüsen, wo winzige Mengen Nektar abgegeben werden. Und wenn das die Ameisen da unten, falls da welche sind, sehe gerade keine, spitz kriegen, ja, dann wandern die alle auf den Baum, tanken da oben an den Blättern Nektar und wenn sie unterwegs irgendwen fressen, der gerade an ihrer Kirsche unterwegs ist und ihre Kirschblätter kaputt macht, wo der schöne Nektar rauskommt, dann machen sie den kaputt, der die Kirschblätter kaputt macht. Also Ameisen durchaus groß wichtige Nützlinge im Walde. Und meine Güte, ich komme hier wirklich nicht vom Fleck, da ist ja schon das Nächste. Da haben wir jetzt noch auch ein tolles Gehölz, das in jedem guten Mischwald, also das ist übrigens hier ein sogenannter Schonwald. Schonwald bedeutet, der wird nur sehr schonend bewirtschaftet. Er wird zwar bewirtschaftet, aber wie gesagt, nur sehr, sehr zurückhaltend. So, und was hier rumsteht, diese Sträucher hier, da hinten sind noch mehr davon. Ein paar Blätter sind noch dran. Die Blätter, ja, die sind sehr unspektakulär, kaum Bestimmungsmerkmale, eiförmig, haben eine kleine Spitze draufgesetzt, da gibt es 7 Millionen Blätter, auf die das zutrifft. Daran sollte man gar nicht erst groß versuchen, das Ding zu identifizieren. Findet man aber einen so unscheinbaren Strauch mit so unscheinbaren Blättern, die man nicht weiter identifizieren kann, dann könnte es sich wahlweise um Frangula alnus, den Faulbaum, oder eben wieder um unser Pfaffenhütchen handeln. Die sind von den Blättern her durchaus verwechselbar, zumindest meine Erfahrung. Und wie findet man jetzt raus, was es nun letzten Endes ist? Naja, man geht hin, nimmt einen Zweig, kratzt da ein bisschen mit dem Fingernagel, ein bisschen die Rinde ab, wirklich nur ein bisschen. Wir wollen hier keinen Schaden verursachen, keinen großen. Und dann riecht man mal, und wenn man einen deutlichen Geruch wahrnimmt, jetzt habe ich nochmal das Schnupfenproblem, dann handelt es sich, der kann auch leicht unangenehm sein, zumindest sind Botaniker der Meinung, dann handelt es sich tatsächlich um den Faulbaum. Riecht man hingegen kaum was, so wie jetzt, dann handelt es sich um das Pfaffenhütchen. Vermutlich, ja, potenziell gibt es da noch ein paar andere Möglichkeiten, aber hier bin ich mir ziemlich sicher, das ist mit dem Pfaffenhütchen und nicht mit dem Faulbaum zu tun haben. Und wenn man sich dann ganz sicher sein möchte, dann sucht man nach grünen Trieben. Hier ist ein grüner Trieb. Wartet, ich biege ihn euch mal. Da könnt ihr ihn hier jetzt hoffentlich einigermaßen erkennen. Und dieser grüne Trieb, falsche Kamera wieder für den Zweck, der hat leichte Korkleisten. Ja, also da laufen den Zweig entlang, laufen so leichte, wenn man den jetzt mit dem Finger umfährt, dann merkt man immer mal wieder, viermal oder manchmal auch häufiger, so einen kleinen Widerstand. Da ist eine Leiste dran am Zweig. Sobald ihr ein Pfaffenhütchen mal findet und das mal macht, werdet ihr sofort wissen, was ich meine. Und das ist so ein deutlicher Widerstand und davon 4 Stück. Unten am Zweig, nicht ganz oben versuchen. Und Kombination aus grünem Zweig, kein unangenehmer Geruch und die 4 Korkleisten. Dann können wir uns sicher sein, dass wir es mit einem Pfaffenhütchen zu tun haben und eben nicht mit einem Faulbaum. Finden wir keine Korkleisten und keinen grünen Zweig und all das Zeug nicht, aber eben den charakteristischen Geruch, dann Faulbaum. Ja? Faulbaum hat auch Beeren, wenn welche dran sind. Die sind klein und dunkel und manchmal auch rot, wenn sie noch nicht reif sind. Gibt es nur eine kurze Phase, wo sie mal etwas rötlich erscheinen. Und die sollte man nicht essen, es sei denn, man hat böse Verstopfung. Ja, da wurde früher der Faulbaum als Abführmittel verwendet, denn das ist er. Er wirkt stark abführend. Und ja, das könnte man theoretisch immer noch tun. Aber das Dumme ist, wie bei jedem Heilmittel aus der Natur, man hat keine Ahnung, wie viel Wirkstoff in der Menge, die man gerade konsumiert hat, drin gewesen ist. Ist. Und das verkompliziert die Sache. Ne? Soll heißen, vielleicht erwischst du eine Beere mit sehr, sehr viel Abführmittel, dann reicht eine Beere. Erwischst du 5 Beeren mit sehr viel Abführungsmittel, dann ist es schon zu viel. Und sonst nimmst du eine, wo kaum was drin ist und es passiert halt noch gar nichts. Und du hast weiterhin dein Leiden, das du vorher auch schon hattest. Und das macht das immer zum großen Risiko bei pflanzlichen Arzneimitteln, da man nie weiß, wie viel ist eben drin. Deswegen sollte man langsam die Dosis steigern.
wenn man das überhaupt macht. Im Zweifel geht zum Arzt. Ja, grundsätzlich geht zum Arzt. Nicht auf mich hören in solchen Sachen. Aber nur für den Fall, dass die Zombies alle gefressen haben und ihr wisst ja, ne, Survival-Szenario, blablub und so weiter und so weiter, dann langsam die Dosis steigern, bis gewünschte Wirkung einsetzt. Wenn gewünschte Wirkung einsetzt, Dosis wieder runterfahren bzw. Einnahme stoppen. Oder halt wieder fortführen, wenn gewünschte Wirkung wieder nachlässt. Also da braucht man ein gewisses Fingerspitzengefühl für. Und das ist gar nicht mal so einfach. So, wir nähern uns dem älteren Wald, wie man da hinten schon sehen kann. Ach, da sind jetzt schon ein paar Bäume drin, die die Bezeichnung auch verdient haben. Ein paar schöne Tannen. Und wenn ihr jetzt so durch den Wald latscht wie ich gerade, ja, und ihr wollt gerne wissen, ja, was ist denn jetzt nun eine Tanne? Abgesehen davon, dass wir ja schon uns die Nadeln angeguckt haben, gibt es auch die Ferndiagnosemethode. Die ist nämlich sehr, sehr simpel. Eine Tanne ist immer der Nadelbaum, der, obwohl, andere Bäume nebendran stehen und er in einer gewissen Dichte-Situation rumsteht, trotzdem Nadeln bis kurz nach unten hat. Ja? Also die Krone ist sehr lang, oben natürlich am grünsten, unten deutlich lichter, aber sie ist noch vorhanden. Das kann nur einer, nämlich die Tanne, beziehungsweise eine, ist beides, ist zwittrig. Wie heißt das? Day, oder? Der, die, Day. Wenn ich das richtig verstanden habe. Egal. Die Tanne kann das. So, warum kann sie das? Weil sie der mit Abstand schattertragendste Nadelbaum außerhalb, Ausnahme der Eibe, die ist außer Konkurrenz. Aber nach der Eibe kommt dann auch relativ bald schon die Tanne und ist sehr, sehr, sehr schattertragend. Und damit, weil sie so schattertragend ist, ist sie auch in der Lage, funktionierende Nadeln im Schatten ihrer Nachbarn links und rechts ausbilden zu können. Also sie ist nicht darauf angewiesen, nur da einen Großteil ihrer Krone, einen Großteil hat sie da auch, und das ist auch gut und richtig so, aber eben nicht nur den Großteil ihrer Krone im Licht zu haben, wo es gar keine Konkurrenz und niemanden gibt, der Schatten werfen könnte, weil unsere Tanne hier schön hoch ist. Sie kann eben auch mit Schattennadeln selbst hier unten noch mehr Zucker produzieren, als das Aufrechterhalten der Nadel kostet. Ja, es ist immer so ein Trade-off, eine Nadel kostet. Ja, weil wenn Nacht ist, muss die Nadel am Leben erhalten werden. Das ist lebendes Gewebe und deswegen, und wenn Nacht ist, nochmal, ne, dann ist Photosynthese schwierig. Das braucht bekanntlich Licht und drum muss die Nadel jede Nacht durch versorgt werden. Und im Winter sind Nächte bekanntlich lang. Und das kostet also durchaus einiges an Unterhalt, also Zucker, ne, Atmung. Wenn nicht Photosynthese läuft, also genau genommen läuft die Atmung auch dann, wenn die Photosynthese läuft, aber das wird dann zu kompliziert, das vereinfachen wir jetzt ein bisschen. Wenn nicht Photosynthese läuft, dann ist Atmung notwendig und Atmung ist genau das, was wir auch tun. Ne? Wir nehmen Sauerstoff auf, um C6H12O6 zu CO2 zu oxidieren. Ja? Und dabei wird Energie frei. Und damit quatsch ich und laufe rum, wenn ich dann gerade laufe. Sonst quatsche ich nur. Und die Tanne braucht das eben auch in viel geringerem Ausmaß, um sämtliches lebende Gewebe, das gilt übrigens für jeden Baum, nicht nur für die Tanne, am Leben zu erhalten, solange gerade nicht unbedingt die Sonne drauf scheint. Ne? Und das ist immer noch die vereinfachte Darstellung, streng genommen, auch dann, wenn, na, lassen wir das. So, und das bedeutet, eine Nadel zu haben, ist prinzipiell ja, wäre ja super. Ne? Im Grunde, wenn das nichts kosten würde, dann würde ja jeder Baum von vorne bis hinten zugehängt mit Blättern sein, als gäbe es keinen Morgen mehr. Dass sie das nicht sind, liegt daran, dass ein Blatt oder eine Nadel halt eben nun mal was kostet. Oh, neue Wegweiser, das war schön. Ich muss hier, glaube ich, hoch. Ja, muss ich. Und ja, deswegen muss man sich überlegen, wo man ein Blatt bzw. eine Nadel anbringt, als Baum sozusagen. Ne? Nämlich dann, wenn eben der zu erwartende Ertrag aus der Photosynthese höher ist als die Unterhaltskosten dafür, dass man da ein lebendes Gewebe, sprich ein Blatt oder eine Nadel, ein Nadelblatt nennt man das auch, ne? Weil es biologisch dasselbe ist von der Funktion her, ja, und muss man versorgen können. Ne? In dem Moment, wo dein Blatt bzw. deine Nadel mehr Zucker verbraucht, als es tagsüber Zucker produziert,
kannst du es eigentlich wegschmeißen. Ja? Dann lohnt sich der Aufwand nicht und da hast du nichts von. Und in dem Moment fällt es auch ab. Ja? Und die Tatsache, dass unsere Tanne da hinten jetzt überall Äste hat, zeigt eben, dass ihre Nadeln so spezialisiert sind, dass sie auch bei wenig Licht immer noch mehr produzieren, als sie kosten. Und da ist die Tanne wirklich eine einzigartige Baumart. Und ich betone Tanne, ja, das ist keine Fichte, das ist eine Tanne, das ist was anderes. Ja, nicht jeder Nadelbaum ist eine Tanne. Genau genommen, wenn ihr nicht im Schwarzwald, im Teilen des Pfälzerwaldes, in dem bayerischen Wald oder in den Randalpen oder in Teilen des Alpenvorlandes wohnt oder vielleicht noch auf der Schwäbischen Alb, aber jetzt war es das dann auch, dann werdet ihr wahrscheinlich bei den Nadelbäumen, die bei euch so rumstehen, ziemlich sicher sein können, dass es sich dabei eben nicht um eine Tanne handelt, sondern meistens eben um eine Fichte. Das hier ist auch wieder eine Tanne und woran erkennen wir es? Die hat Nadeln bis ganz nach unten, das könnte eine Fichte an dieser Stelle nicht. Fichtennadeln sind ganz gut, was ihre Lichteffizienz angeht, aber nicht so überragend wie die Tannennadel. Noch ein Beispiel gefällig, da, hier, ne? Wieder ein Nadelbaum, Nadeln bis nach unten, was ist es? Ja, ist klar, ne? So, ich gehe noch ein paar Schritte ohne euch, muss man hier genießen zwischendurch. Ja, das ist übrigens hier ein wunderbarer Mischwald mit einem gewissen Nadelbaumanteil und ansonsten überwiegend Laubholz. Blick auf den Boden. Vielleicht seid ihr schon so fit, dass ihr erkennen könnt, dass hier vor allen Dingen einige noch gelbliche bzw. schön zu sehende Bergahornblätter rumliegen. Wenn nicht, sage ich es euch. Außerdem haben wir selbstverständlich jede Menge Buchenblätter, noch im Herbstzustand logischerweise. Und hin und wieder findet man dazwischen auch mal ein solches hier. Das ist schlicht die Hasel. Ne? Könnte man im ersten Moment für eine Linde halten. Nö, ist schlicht und ergreifend Hasel. Aber das muss ja nichts heißen, dass es hier nicht vielleicht noch irgendwo noch eine Linde geben wird. Also die beiden dominierenden Laubbäume sind definitiv Buche und Bergahorn. Und wenn man sich hier mal umguckt, man sieht fast nur bei den Laubbäumen glatte Stämme. Glatte Stämme, glatte Rinde, schön anschmiegsam, kann man jeden Baum kuscheln, ohne dass man Spreißel in die Backe bekommt oder sowas in die Richtung. Und ja, das haben eben Bergahorn und Buche gemeinsam. Bergahorn und Buche vertragen sich auch sonst als Waldbestand eigentlich ganz gut und gut miteinander kombinierbar. Und es ist dann gar nicht einfach im Winter die beiden überhaupt noch voneinander zu unterscheiden, weil das rein am Stamm schon sehr viel Erfahrung braucht, um diese Unterscheidung hinzubekommen. Nichtsdestotrotz, Bergahorn hier unten. Ne? Also ich stehe jetzt hier so auf halber Höhe. Wenn wir mal gucken, da hinten geht es jetzt noch einen Ticken weiter hoch. Da hinten ist dann auch oben. Und in dieser hinteren Hälfte, da stehen jetzt, das könnt ihr mal glauben, wirklich nur noch Buchen. Also die ganzen dicken Bäume da hinten, Buche, Buche, Buche. Ja, während da wupp, ne? Noch viel Bergahorn dazwischen. Das ist typisch. Bergahorn ist ein Vertreter der etwas feuchteren Lebensräume. Nicht der feuchten, so richtig feucht nicht, aber ein bisschen feuchter. Er mag es also gerne etwas feuchter als die Buche haben. Wenn es der Buche schon ein bisschen zu feucht ist, sie könnte zwar noch wachsen, aber wenn sie es aussuchen könnte, dann würde sie es gerne ein bisschen trockener haben wollen. Dann fühlt sich der Bergahorn genau wohl. Ja? Und an seinem Optimalstandort, wo er sich am wohlsten fühlt sozusagen, beziehungsweise wo er die höchste Konkurrenzkraft eigentlich entwickelt, wo die Kraft der Buche nachlässt und die des Bergahorns am größten ist, da setzt er sich durch. Und das ist eben da hinten der Fall. Und mit etwas mehr Trockenheit, dann sind wir schon wieder im Optimum, beziehungsweise nicht unbedingt im Optimum, aber in dem Bereich, in dem sich die Buche typischerweise durchsetzt. Und da gehen wir jetzt hin und gucken uns mal einen richtigen, echten, super, super natürlichen Buchenwald an. Man darf hier schon immer besiedelt gewesen. Ne? Hier waren schon Menschen seit grauer Vorzeit. Jungsteinzeitler sind hier rumgerannt. Wahrscheinlich sind hier schon Allensteinzeitler rumgerannt. Daher
Urwald im Sinne von Menschen unbeeinflusst, nee, kann ich mir hier nicht vorstellen. Aber super, super natürlichen Wald, das schon. Der kommt gleich in 10, 9, 8, ich muss schneller laufen. Dann kann ich aber nicht mehr zählen. Ah, da ist er, ich sehe ihn schon, ihr noch nicht. Und tada, schön, ne? Also mal im Ernst, finde ihn wirklich schön. Hier gibt es einige richtige Methusalem-Buchen. Methusalem-Buche ist definiert als über 140. Und vor allem dieses Exemplar, der es bemerkenswert gut geht, obwohl sie mitten auf dem Weg steht. Das ist schon ein sehr, sehr schönes Exemplar einer alten Buche. Ich bin übrigens eigentlich gar nicht so unfit, nur habe ich halt wirklich richtig böse Schnupfen. Und muss die ganze Zeit labern beim Bergaufgehen. So, und ja, dies ist kein Einzelfall. Es gibt hier einige wirklich wunderbare Altbuchenexemplare. Gerade wenn man hier auch ein paar Schritte reingeht und hin und wieder natürlich auch mal eine Eiche. Das da, hier mit dem Schild dran, mit dem kleinen, das ist eine Eiche zwischen den Buchen. Wir haben hier, wie schon erwähnt, einen sogenannten Schonwald, also nur ganz sporadisch hin und wieder mal die Entnahme eines einzelnen Baums. Die eigentliche Schlucht, die Wolfsschlucht, die gleich kommt, die ist komplett aus der Nutzung, da fällt man gar nichts mehr. Hier weiß ich nicht, ob wir schon im Bereich drin sind, wo man nichts mehr tut. Falls man noch was tut, dann wirklich nur höchstens mal hier und da einen Baum, wenn er kurz vor seinem natürlichen Lebensende steht, aber noch eine gute Holzqualität hat und man ihn dann wirklich auch sinnvoll nutzen kann. Ja, dann ja, sonst nein. Dieser Hügel da hinten, und vielleicht seht ihr da diesen Felsvorsprung, ja, den seht ihr. Das ist jetzt schon typisch für diese Karstlandschaft, die jetzt gleich beginnt. Streng genommen sind wir die ganze Zeit schon ein bisschen im Karst unterwegs, aber hier ist er jetzt deutlich ausgeprägter. Karst bedeutet Kalk. Ja, also in den vielfältigen und komplizierten Gebirgsbildungsprozessen, die hier am Südende des Schwarzwalds stattgefunden haben im Laufe der letzten paar Millionen Jahre, der Kalk hier ist 160, glaube 140 bis 160, sowas um den Dreh. Das ist nicht super, super alt. Das ist aber aus Sicht eines vergänglichen Wesens wie unser eins natürlich immer noch eine unvorstellbar lange Zeitspanne. Und trotzdem sorgt das hier für eine ganz besondere Landschaft und eben ein ganz besonderes Ökosystem, wenn dann Kalk ansteht. Der ist aufgeworfen worden, hochgehoben und teilweise umgeworfen und ein bisschen durchmischt von eben verschiedenen gebirgsbildenden Prozessen, die das verursacht haben. Und normalerweise wäre das hier Meeresboden. Ne? Also wann immer man Kalk in der Landschaft antreffen kann, als landschaftsbildenden Bestandteil, als Felsen aus dem Wald herausguckend, so wie der da oben, das ist immer ehemaliger Meeresboden. Muschelkalk, beziehungsweise in diesem Fall Armfüßlerkalk, wenn man genau sein möchte, und bedeutet, dass das eben früher alles mal die Schalen von einem Armfüßler gewesen ist, was hier jetzt an Gestein rumliegt. Das hat natürlich viele, viele Millionen Jahre gedauert, diesen ganzen Kalk überhaupt zu bilden. Für die vielen, vielen, vielen Muscheln vor allen Dingen, wie gesagt, Korallenkalk gibt es hier übrigens auch viel, die dafür verantwortlich gewesen sind. Wirklich ein enorm langwieriger Prozess. Und ja, all die letzten Endes getrockneten, kleingeriebenen und zusammengeklebten durch Druck, weil sich das alles dann irgendwann durch sein eigenes Gewicht zusammengedrückt hat. Also stellt euch einen gigantischen Berg Muschelschalen vor. Wenn du die Muschelschale ganz unten wärst, dann hättest du verdammt viele Schalen oben drüber, die auf dich draufdrücken. Wer in seiner Kindheit mal einen großen Haufen aus Kindern gebildet hat. Das heißt, irgendwer liegt unten auf der Matratze und dann springen 17 Freunde und Freundinnen oben drauf. Ja? Dann fühlt man sich nicht gut. Und so muss es auch der Muschelschale ganz unten gegangen sein. Und dass viele Muschelschalen ganz unten gewesen sind, sind die schlicht durch den Druck ihrer Kollegen, die oben drauf gefallen sind, irgendwann so stark verdichtet worden, dass eben ein ganzer Stein entstanden ist. So, jetzt besteht so ein Kalk aus Calciumcarbonat. Und Calciumcarbonat hat die unangenehme Eigenschaft, dass es dummerweise wasserlöslich ist. Bedeutet, wenn es da drauf regnet oder gar ein Fluss durchfließt, dann frisst er sich ziemlich schnell, beziehungsweise löst den Kalk ziemlich schnell auf.
Und wenn immer dieser Lösungsprozess einen gewissen Level der Lösung erreicht hat, dann kracht gerne mal, weil die Lösung entlang von irgendwelchen Kluften im Stein passiert, dann kracht gerne mal ein größerer Felsen darunter. Ja, und darum sieht ein Kalk, eine Kalklandschaft immer zerklüftet aus. Ja, da gibt es immer einzelne Brocken, steile Wände, und wenn was runterfällt, dann nicht ein bisschen Kriesel, 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 sondern gleich ein großer Klotz, der dann mit Karacho ins Tal runterkracht. Das ist also ganz typisch für Karst- oder Carbonatlandschaften. Ja. Karst genau genommen ist eine Carbonatlandschaft, wo es also Kalkgestein gibt mit sichtbarem Wassereinfluss. Also ganz einfach definiert. Ja. Ich muss nochmal nachlesen, wie man das eigentlich hochoffiziell definiert, aber ich finde, das fasst es schon ganz gut zusammen. So, lasst mich hier mal kurz mich selber noch ein bisschen umgucken und dann zeige ich euch nochmal alles, weil jetzt sind wir angekommen. Hier wollte ich eigentlich hauptsächlich hin. So, und da sind wir dann beim Nachwort Elch angekommen. Der Elch wünscht einen schönen Resttag und sagt bis morgen, weil da geht es dann mit irgendwas anderem weiter. Ich wollte einfach nur ein kleines Ende im Video drin haben und, oh, da kommt der junge Elch. So eine Überraschung. Na, wer hat den denn hier reingeschnitten? Damit hatte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ja. Also damit bis morgen, und wenn ihr einen Elch seht, seid nett zu ihm, sind tolle Tiere. Tschüss.